Hallo meine Lieben, das Ende ist nah. Ich bin immer so froh, wenn ich manche Nachrichten so höre. Und zwar, wenn ihr die Augen öffnet und die Ohren spitz macht, dann hört ihr, dass Israel jetzt ganz wild ist, das Tempel zu bauen. Donald Trump ist ganz stark dahinter. So wie ich es verstanden habe, ist Putin auch in Unterstützung dessen, dass man diesen Tempel aufbaut. Und so wie ich gehört habe, da wird jetzt verhandelt mit der Muslime. Und es ist in Amerika ein kompetenter Mann, für den ein junger 30 oder 34 Jahre alt. So habe ich es verstanden zumindest. Vielleicht sage ich ein bisschen falsch, aber in jedem Fall ist jemand im Spiel, der mit diesen Assad-Regierung verhandeln möchte. Und zwar um zu ermöglichen, dass dieses Tempel erbaut wird. Das Tempelberg ist geschlossen. Die Juden feiern und es ist jetzt nur das Problem, dass die Welt will vermeiden einen dritten Weltkrieg. Das heißt, die Muslime sind verärgert einerseits und die wollen deswegen eine Verhandlung führen, um ein Bündnis zu schließen, der ermöglicht, dass trotz der Erbauung dieses Tempels Frieden herrscht und dass die Muslime da ihren Einverständnis geben. Wie das letztendlich passieren wird, weiß ich noch nicht. Eins weiß ich, dass Daniel sagt, dass es kommt ein Fürst, der 7 Jahre Bündnis schließt mit vielen. Das heißt, dass die vielen sind auch die vielen muslimische Länder, die rund um Israel sind, die müssen in dieser Bündnis eingehen. Sonst ist kein Frieden garantiert. Und ich bin überzeugt, hundertprozentig überzeugt, dass das jetzt so langsam in Gange ist. Das heißt, dass noch eine Prophezeiung langsam in Erfüllung geht. Die Erbauung des dritten Tempels. Was mit den Moschee auf diesem Tempelberg passiert, wissen wir noch nicht. Aber heutzutage mit der heutigen modernen Technik ist alles möglich. Man kann große Häuser oder Gebäude von einer Stelle zur anderen transportieren. Es ist heute eigentlich alles kein Thema mehr. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie in dem Sinn auch passieren wird. Das ist auch ein Zeichen, dass dieser Fürst bald auftreten muss und wird. Das ist auch ein Zeichen für uns Christen, was uns sagt, dass unser Herr nahe ist. Und diejenigen, die wirklich Jesus Christus noch nicht angenommen, rate ich euch, macht euch Gedanken drüber. Viel Zeit ist nicht mehr übrig. Wenn ihr die normalen Nachrichten guckt aus Israel, Amerika, dann wird eigentlich das, was die Bibel vorausgesagt hat, verkündigt. Egal, wenn es von Leuten sind, die nicht an Gott glauben, aber wir wissen, dass diese Menschen
Egal, was für eine Macht es ist, ob das Amerika ist oder Deutschland oder Russland, keiner kann was anderes machen als das, was Gott in seinem Plan hat. Es ist für mich eine sehr große Freude, wenn ich diese Sachen höre, weil ich sehe immer wieder, dass die Bibel sich bestätigt. Es sind Sachen, die im Voraus gesagt worden sind, die ganz klar sind und natürlich für manche Sachen muss man abwarten, bis die Zeit kommt, aber es kommt. Und es gibt nichts in der Bibel, was geschrieben wurde, was nicht in Erfüllung gegangen ist, was nicht in Erfüllung geht und was nicht in Erfüllung gehen wird. Alles, alles wortwörtlich ist so passiert. Wenn du nicht glaubst, lies mal. Erkundige dich. Es gibt von Daniel, Ezekiel, Jeremia, Maleachi bis zum letzten Prophet aus dem Alten Testament. Da kannst du die ganze Prophezeien eins nach dem anderen lesen. Und da kannst du die Geschichte anschauen und wir sehen, es ist wirklich alles so passiert. Und was für die Endzeit geschrieben ist, das wird sich erfüllen. Die Bibel, die biblische Wahrheit, die geht vor unseren Augen auf. Und wenn wir das sehen und wenn wir das glauben, dann wissen wir, dass Gottes Wort wiederum weiterhin in Erfüllung geht. Macht euch Gedanken, liebe Leute. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Die Gnadezeit ist noch offen. Jesus Christus ist für euch gestorben. Macht euch wirklich Gedanken. Es ist wert. Weil wenn ihr das wegschmeißt, dann schmeißt ihr euch eure letzte Gelegenheit, euer Leben zu retten und ein neues Leben zu erhalten. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr die Nachrichten auch mal aus biblischer Sicht anschaut, die Welt mal auch aus biblischer Sicht anschaut, den Menschen aus der biblischen Sicht anschaut. Und ihr werdet sehen, wie groß unser Gott ist, der uns so geliebt hat, dass er Jesus Christus für uns geopfert hat. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich sage ein Halleluja, Jesus ist nah. Macht euch bereit im Gebet und verlangt wirklich, dass Jesus Christus wirklich euch vorbereitet für diesen Treffen, was bald kommt.